Willkommen zu einer neuen Folge Arc Age. Und dann machen wir uns. Oh, da drüben ist noch so eine Kill-Quest. Die nehme ich gleich nochmal an. Oh, da sind sogar noch jede Menge andere Quests. Aber ich reite vorerst nochmal in die Stadt zurück. Denn wir können jetzt die Stiefel herstellen. Der Michel ist auch wieder mit am Start. Und. Niemals. Dann eben nicht. Okay, mach's gut. Und dann gucke ich vielleicht gleich mal, wie stark diese Elite-Mobs dort sind. Kopfgeld für Bienen. Die. Ach so, nee, nee, die Bienen sind das gar nicht, die Saphira-Jünger. Die Sephiroth. sind im Keller des Palastes, okay. Hast du das gemacht schon mal eigentlich? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe die So. Quest abgebrochen. Bin ja mal gespannt dann. Interessiert mich wirklich mal, wie schwer die sind. Also das letzte Mal war die Quest machbar. Auch das war dies mit dem Uhrwerk-Typen. Da war wirklich ja nur die Masse, was es so gefährlich gemacht hat. Weil einfach dann, wenn du einen angegriffen hast, direkt dich 30 oder so angegriffen haben. Ja, das Normale halt, ne? Also da war es dann theoretisch möglich, aber. Okay, jetzt brauche ich wieder diese Steine. Blaue Salzkeil. So. Einen Gleiter. Ich finde es lustig, dass noch so viel Französisch aus meiner Schulzeit hängen geblieben ist, dass ich die relativ problemlos verstehe, was die da im allgemeinen Chat Was spammen, schreiben Sie denn? die Franzacken. Moment. So, da muss ich weiterreiten. Wollen wir sie denn? Ja, gut, die unterhalten sich jetzt momentan einfach nur über. Ja, gut, das war jetzt einfach. Aber auch davor haben sie sich halt einfach nur über die verschiedenen Plätze unterhalten, wie schnell sie weggegangen sind und dass sie dort Plätze reserviert haben, damit sie praktisch sie später verkaufen können. Aha, Aber okay. es ist relativ elementar, was sie dort quatschen. Also hätte ich nicht erwartet, dass es so leicht ist. Wahrscheinlich sind es gar keine richtigen Franzosen, sondern sie trollen nur die Franzosen. Und ich Ah, habe wie es das. aussieht, muss ich jetzt diese Bienen töten für die Hose dann als nächstes. Ja, das ist super. Da bist du ja genau. Ja. Warte mal ganz kurz. Fünf. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich ein Großteil der Leute vom Server Enea kommen. Dieser Katastrophenserver, wo der so Okay. lange offline war. Und dann wiederum der andere Teil kommt dann aus Kriposa. Und dann wiederum noch ein paar von den anderen kleineren Ja, wie Servern. wir, genau. Ich guck mal jetzt gerade, wie man in den Keller da überhaupt Oh. runterkommt. Soll ich die Bananenbäume von jemandem klauen? Was meinst du? Puh, sag das nicht so laut. Ich bin ja mal gespannt, wo ich hier runterkomme, weil ich finde ja gar keinen Keller. Das gehört jemand anders. Fortfahren? Bestätigen. Wie viel bringt er denn, wenn ich ihn fälle? Ah, jetzt habe ich aber schon, bis auf die drei Teile habe ich jetzt hier schon Nur alles wieder vier mit an. Holzblöcke. Wie langweilig. Das lohnt sich ja gar nicht. Dann Ich mache ich das muss mal nicht. gucken. Der hat ihn so halbwegs versteckt versteckt. Was jetzt interessant zu sehen wäre, ist, ob du meine Fußspuren siehst. Weil ich ja jetzt ein Dieb bin. Okay. Und normalerweise müsste man dann sehen, wie ich so rote Fußspuren hinter mir herziehe. Es wäre natürlich jetzt ungünstig, zu meinem Haus zu gehen in der Zeit, ha? Der Dungeon wird bereits. Ach so. Okay, ich bin mal gespannt, weil ich gehe jetzt gerade mal in diesen Dungeon hier rein. In den Palastkeller. Hier ist eine Priesterin von Nui und hier vorne sind Saphira Königsgarde. Die haben nur einen Stern. Probiere ich doch mal. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt doch nicht zu meinem Haus, solange ich diesen. Ich weiß nicht, wie lange hat man denn diesen Diebes-Debuff? Oh. Oh, also, sagen wir es mal so, es sind immer zwei dort. Ja. Einen alleine würde ich leicht schaffen. Ja. Aber dadurch, dass es zwei sind und sie haben auch schon, ja, krasse Werte irgendwie vom Schaden her. Ich glaube, ich probiere es jetzt einmal noch. Wenn ich zuerst den Pyromanten mache. Der Pyromant. Wow, jetzt hat er mich irgendwie gewone-hitted. Anscheinend hatte ich noch irgendwie so einen Debuff, kann das sein? What the fuck, was hat mich jetzt gerade gekillt?
Naja, du hast keine Plattenrüstung an. Ja, aber eben. Ach so, weil ich hatte noch diesen geschwächter Debuff, dass ich meine Gesundheit um 70% verringert Ach habe, so, hatte ich noch egal. aktiv. Ja, das sollte ich vielleicht erstmal abwarten, bis das weg ist, bevor ich das Ganze nochmal probiere. Ah, eine Idee. Mal, habe ich nicht irgendein Buffwort oder so, was mir. Nee, stellt 30 Sekunden lang Mana und Gesundheit wieder her. Vielleicht nehme ich das mal. Hey, ich glaube meine. Ja, nee, junge Espen. Übrige Zeit 5 Minuten. Ach so, die werden in 5 Minuten reif, okay. Aber meine Gerste ist schon reif. Ach, jetzt habe ich auch diesen 10% Buff. Ach komm, das wird auch jetzt gelacht. Jetzt schaffe ich das dann mit links hier. Ziel ausgewählt. Hoffe ich doch zumindest. So. So, ich habe hier noch Gänse. Das ist halt Erstmal den lustig, einen egal. geroutet. Stehen einfach mal so 5 Gänse in Reihe und Glied. Oh, shit. Doch Nein! nicht so ganz einfach. Nee, das ist ziemlich scheiße sogar. Ha. Ich bin noch ganz lang rausgekommen. Nee, also sagen wir mal so. Zu zweit, glaube ich, ist es machbar. Wenn sich jeder um einen von denen kümmert, geht das. Aber alleine. Nee, keine Chance für mich. Ja, dann würde ich mich wirklich durchsterben, dann vielleicht, wenn man quasi sich so mit viel Glück schafft, einen zu erwischen. Also wenn ich zuerst die Nahkämpfer, den hatte ich ja eben fast down. Aber da die immer hier zu zweit in den Grüppchen stehen, Was muss ich machen bei den sieht Gänsen? das nicht so leicht aus. Gemahlenes Getreide, okay. Super, ich habe kein So. Getreide. Jetzt muss ich erst noch Getreide anbauen, bevor ich meine Gänse füttern, bevor ich meine Gänse scheren kann. Ja, scheren heißt nicht. Federn zupfen. Die Gänse scheren. Oh, mein Inventar ist fast voll. So, das heißt aber auch, dass wenn du dann mal Mentor wärst, dann könnten wir zusammen diese Quest quasi machen. Schau mal, Mentor ist mehr für die Instanz, nicht für die Quest. Das ist aber. Ich bin ja nicht so der Instanzgänger. Das werden wir dann sehen. Werden wir auch schon eine Lösung finden. Ansonsten muss ich mir halt irgendwie mal gucken, ob ich mir irgendwie einen anderen Mentor anlachen kann noch hier. Ja, gut, Mentoren sind halt relativ beliebt, because of, weil sie auch diese Guilder Stars bekommen, ne? Also im Normalfall will man da schon was. Ach so, die bekommen dadurch auch noch einen Bonus, Die dass sie dir helfen, bekommen, ne? die haben eine Tagesquest, die besagt, sei Mentor für die Instanz und dafür bekommst du dann irgendwie zwei oder drei Guilder Stars. Ah, okay. Also Das ist dem, natürlich das ist cool clever halt angemacht. gelöst, genau. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade mehrere, dass sie am Cap sind und ob es einen Shop gibt, wo man einkaufen kann für Labor Points. Ich wäre gerne wieder am Cap. Ich habe hier eher das Problem, dass ich gerade so tief bin, dass ich gucken muss, was ich mir jetzt herstelle. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mein Inventar ist komplett voll. Und ich will davon nicht Zeug verkaufen. Das kann weg, das kann ich verkaufen. Okay. Weg. Dann mache ich mal die beiden Quests weg, die ich nur mit dem Mentor machen kann. Was ist das denn? Glitschige Schuppe, nicht handeln war. Die Würfel ist so glitschig, dass man sie nicht wieder losen hat. Okay. Milder Schnaps ermöglicht. Licht vorsichtiges Trinken, ohne bemerkt zu werden. So, jetzt bin ich bei den Bienen und da muss ich sowieso hin für die Hose. Weil man weiß ja immer, Hosen werden aus Bienenpanzern gemacht. Absolut. Kennt man ja. Boah, die braucht aber viel. Na klar, sind kleine Bienen. Ganz kleine Bienen. Jetzt sammel 3865 Bienen, um daraus das linke Hosenbein zu machen. Ja. So hast du Klassik Wobei gesagt. diese Bienen doch schon ziemlich groß sind. Also ich will mal nichts sagen, aber wenn so eine Biene ihren Stachel in dich reinrammt, Da bleibt nicht mehr dann. viel Mensch übrig. Ja, schon. Also. Vor allem sehen die überhaupt nicht aus wie Bienen. Ich glaube, da hat sich jemand in der Questbeschreibung vertan. Stell dir mal vor, du sagst zu einer in der Stadt, ja, naja, töte doch mal so ein paar Bienen. Denkst du so, ach Gott, nimmst halt so einen kleinen Kescher mit oder sowas, ja, und dann ist so, okay. Leute, das sind Vielleicht keine. hätte ich einen riesigen Knüppel mitnehmen sollen. Mit der Knüppelhofe-Kuppe. So. Ja, da muss ich aber eine ganze Menge von den Bienen sammeln. Oh mein Gott, die Häuser stehen hier so kreuz und quer. Da stehen teilweise Häuser, die halbwegs in der Luft hängen.
Was ist das denn überhaupt für ein Haus? Achso, das ist so ein. Auch ein Haus, das in der Luft hängt. Ich sag nichts. Ich hätte mal total gerne einen stärkeren Heal, weil irgendwie sind meine Heal-Spells mir. Naja, nicht so gut geeignet bis jetzt. Mal schauen, was war denn das hier? So. Ah, jetzt kann ich das Nutztier rupfen, okay. Super, das ist sowieso nur erhöht, wenn es auf einen Verbündeten gewirkt wird. Toll. Ich verstehe, so funktioniert das. Das ist ja lustig, ey. So, jetzt habe ich die Bienen-Töt-Quest fast fertig. Wie kostet denn das Rupfen einer Gans? Wenn du jetzt krampfhaft versuchst, hier an Labor Points wieder zu kommen. Nee, ich krieg ja dadurch keine Labor Points. Ich verliere sogar noch Labor Points, aber. Muss das tun. Nee, das. So, die Hose habe ich jetzt schon wieder fast. Das Zeug, was du später für eine Quest brauchst. Labor Points würde ich nur kriegen, wenn ich das Geld hätte und mir dann aus dem Haar diese Potions kaufe, aber. Darauf warte ich noch ein bisschen. Vielleicht werden sie noch billiger. Ja, klar. Weil sie natürlich auch teurer sein können, aber gut. Eigentlich noch ich glaube nicht, dass sie teurer werden, ja. Ehrlich gesagt. Weil die Nachfrage wird ja gigantisch groß werden. Das. Okay. Ja. Es gibt nur 6 Holzblöcke. Super. Also diese Espen auf dem eigenen Grundstück anbauen, ist halt schon irgendwie kacke, weil die ziemlich viel Platz verbrauchen. Ja, schon, glaube ich auch dann. Naja, und irgendwer hat natürlich rund um mein Haus herum sämtliche Sachen gerupft, die noch nicht reif waren. Das ist doch irgendwie. Folge der Spur des Diebes. Nee, ich will den Rebstock nicht fällen. Boah, dass diese Bienen immer hinter mir spawnen, wenn ich diese komischen Tannenzapfenstöcke hier von denen aufmache. Ach. Echt, was bauen die denn für komische Häuser, die Bienen? Ab welchem Level bekommt er denn was Neues? Ab Level 20 bekommt der Leomorph einen neuen Skill, okay. Bauen wir noch ein paar Essen. So. Und dann reite ich direkt schon wieder zurück in die Stadt und hole mir die Hose. Aber dann mache ich hier einfach eine kurze Pause und dann sehen wir uns mit frischer Hose direkt wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.